Ja, genau, und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Independence Day, dem Videogame. Und zwar, eben genau, müssen wir jetzt rausfinden, was die bösen, bösen Invasoren, die bösen, bösen Buben denn so im Schilde führen. Und hierzu geht's nach Washington, D.C. Ja, genau, und ja, eben Auftragsziel Washington, verteidigen Sie die E3 Airbags bis ja, der außerirdische Zerstörer und die außerirdische Abwehr erobert sind. Ich weiß nicht, was die erobern wollen. Auf jeden Fall ist damit gemeint, eben dass das System hacken und rausfinden, warum denn diese Städtezerstörer nicht abgezogen sind. Der Captain Stephen Hill ist wieder Wingman und wird mir während des Gefechts enge Deckung geben. Funkverbindung wird er auch aufrechterhalten. Oh, jetzt haben wir gerade das Pentagon gesehen, war ich ein bisschen schnell weg. Genau, das Pentagon. Ja, wenn wir noch ein bisschen Sightseeing machen hier in der Stadt. Hier ist das Objekt, das wir beschützen müssen. Ein E3 Recon Plane. Er hat zum Glück eine tolle Panzerung. Das vereinfacht uns das Ganze. Hier sind unsere Gegenspieler eben. BAC habe ich ja versprochen, dass ich das nachschauen werde. Ich habe es nicht gefunden im Internet, weil wie bereits schon erwähnt, es gibt praktisch keine Informationen zu diesem Spiel. Wenn man jetzt ganz, ganz, ganz gut geschaut hat, hat man sogar die Außerirdischen durch die Fenster gesehen. Ganz, ganz klein hat man sie gesehen. Nochmal das Pentagon, genau. Und BAC bedeutet wahrscheinlich Basic Aircraft, also so Einheitsflugzeug. Variante A und das Washington Monument, genau. Und Agile Fighter, also beweglicher Jäger. Geschwindigkeit von dem Teil ist top, Wendigkeit auch gut, Panzerung, ja, ein bisschen schlechter, Deckung auch ein bisschen schlechter. Und eben die Schilde sind auch nicht mehr so gut. Hier der bewegliche, ihr seht ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus, das Profil. Der, ja, weil er von der aerodynamischen Form ist, der wendiger, aber die Geschwindigkeit, die Panzerung und die Deckung sind schlechter als bei der Variante A. Sonst gibt es nichts. Ich werde euch jetzt noch kurz einblenden, wo ihr quasi das versteckte Päckchen findet. Genau, dort findet ihr es und wir werden jetzt die Mission einfach mal beginnen. So, wir werden gleich schon zu Beginn geschossen. Oh, wer ist einer? Ja, genau, Schussstößen ab. Sie haben einen erledigt, wunderbar. Ich werde mir als erstes schon mal das Päckchen holen, dass ich es nicht vergesse. Nachher werden wir das mal ein bisschen. Munition habe ich gerade gebremst. Genau, hier ist das F-18 wieder. Ne? F-18. F-18 gefunden. Hier ist das Washington Monument, genau, ist. Und genau, das ist ein hier irgendwo, aber genau, hier ist das Kapitol, also das ist das amerikanische Parlament, Krankenhaus und der Senat. Und ich werde euch gleich den Sitz der Regierung der USA zeigen, und zwar genau, da habe ich viel. Ist das ein Arcade-Spiel? Hier genau ist das Weiße Haus. Hier hat es auch das Weiße Haus. Ich habe nur ein bisschen Schub gegeben, oder? Weil sonst. Geschossen. Genau, nochmal das Weiße Haus. Von vorne sieht es auch ein bisschen genau das Weiße Haus. Ja, ich habe das auch, haben wir auch schon alles gesehen. Konzentrieren wir uns einfach mal auf unsere Mission. Nämlich, dass. Flugzeuge zu beschützen. Ah, und hier gibt es aber irgendwo, genau. Jetzt auch irgendwo noch was, das uns unsere Aufgabe ein bisschen erleichtern wird. Und zwar, das haben wir zuerst mal. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich da alle Symbole da auf der Karte markieren soll, aber hey.
Ort und hier jetzt fliegen ist nicht unbedingt. Ah, genau, das habe ich gesucht. So, das sind noch 20 Sekunden. Jetzt fliegen wir mal wieder zum Aufklärer. Genau, die, also anscheinend hat das E3, also das Aufklärungsflugzeug anscheinend den Schiffszerstörer gehackt. Und ja, dieser macht jetzt das Einzige, was er noch kann, und zwar suchen ganz Washington DC und das Aufklärungsflugzeug alles einfach zu vernichten, damit wir die Daten nicht auswerten können. Ich muss jetzt schauen, dass ich das verhindere, weil der hat ja jetzt kein Schutzschild mehr. Genau, wir haben es geschafft. So. Wir haben gesehen, ganz rechts sind wir noch weggeflogen. Wunderbar. Mission geschafft.